Bethesda Game Studios präsentiert. Fallout 76. Das Anspielevent. War. War never changes. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you, the good people of America, so that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Ja, wir stehen zusammen. Außer Tobi, der ist im Flur. Der hat es nicht mal in den Vault geschafft, ey. Der war zu spät. Oh, scheiße. This is the overseer. Oh, meine Brille. Ey, warum hab ich auch eine Brille? Hä, ich hab auch eine. Oh Gott. So. Oh. Ah, Charakterstellung. Ja, jetzt. Frau, okay. So, wir stehen morgens auf, wir können unseren Charakter stellen. Oh, sag mal. Ach du Scheiße, also die Gesichter. Das bin hundertprozentig ich. Das ist, ja, ich hab mich auch, So, ganz kurz, ja, das bin ich. Wir sollten es vielleicht nochmal erwähnen, wenn die Dame mal irgendwann aufhört zu reden im Hintergrund. Ja, die hört nicht auf, ne? Die macht bestimmt gerade ein Let's Play. Ja, wir haben uns auch gar nicht. Oder eine Nachvertonung. You are this country's best and brightest. Ah, die meint mich? Mhm. Cool. But more importantly, you'll always be my family. Sehr motivierend, so wenn man so aufwacht, erstmal diese Sprache abzuspielen. Ich, bin ihre Familie, jetzt, das ist meine Mutter. Jetzt hat das, glaube ich, Ruhe, ne? Es ist Ruhe. Ich glaube, jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir. Jetzt wird sie geschlafen, ja. Genau. Hi. Jetzt nochmal herzlich willkommen bei Fallout 76 in der Preview, in der ewig langen Preview. 2,5 Stunden durften wir, glaube ich, spielen, ne? Jetzt war der Erik gerade weg bei mir, aber er hat eben kein Problem gesagt. Ja, das war nicht. Ich hab Hallo gesagt. Ich habe herzlich willkommen gesagt bei der Fallout 76 Preview. 2,5 Stunden durften wir spielen. Allerdings, ne, wir waren ja in den USA, wir waren in West Virginia, wir waren im Greenbrier Hotel, das man kennt, glaube ich, aus dem Trailer. Mhm. Und da sitzen wir gerade und spielen, während wir uns zugucken, wie wir spielen, weil wir gerade nachvertonen müssen, weil das dann nämlich nicht möglich war, zu viert aufzunehmen. Das merkt ihr nicht. Wir sind so professionell, Leute, das merkt keiner. Richtig. Ja. Richtig. Boah, Alter, wie viele Frisuren. So. Junge, dieser Bart, ich hab mir Vollbart. Wenn schon im echten Leben nicht reicht, dann muss ich hier. Oh Mann, Curry, du Armer, ey. Ich hab den klassischen Gronkh Friendly Fire. War das 2? Nee, 1. Friendly Fire 1 Bart habe ich gerade. Ich sehe auch, sonst hätte ich Drogenprobleme. Den könntest du dir auch mal als Challenge machen. Ja, dann hast du dich ja gut hinbekommen, Pan, eigentlich. Ja, also super, ich wollte es möglichst realistisch machen. So, die neue Haarfarbe jetzt. Oh, ich bin jetzt eine Franzose?
Ich bin jetzt Zartbitterschokolade. Nein, das. Nein. Ja, die Aufnahme. Die Aufnahme ist nachvertont. So, ja. Wir versuchen unser Bestes, alles uns wieder in Erinnerung zu rufen. Es sind nämlich echt coole Sachen passiert. und hier mache ich mich gerade sehr schlank, weil, wenn schon im richtigen Leben. Nein. Ich habe versucht, mir einen Albino-Charakter zu machen, denn in jedem Spiel, in jedem Online-Spiel spiele ich tatsächlich immer, ich habe immer weiße Haut, weiße Haare und rote Augen und wenn es geht, Elfenohren. Mal gucken, wie das Tier in der fertigen Version landet. Wieso ist das so? Ich weiß nicht, ich finde es persönlich einfach immer schön. Ach so, ja gut. Ich finde sowas immer, ja, deswegen, ich habe immer Albino-Elfen, ich weiß nicht, was. Also ich spiele einen zermatschten Franzosen gerade mit langen Haaren. Der offenbar, der hat früher mal Bilder gemalt, so ein bisschen Dali-mäßig, glaube ich. Ja. Man hat Ich habe einfach so ein bisschen Wangenbebuschung. Wangenbebuschung? Wangenbebuschung. Achso, ich weiß gar nicht mehr, wie er aussah. Also ich weiß es tatsächlich, ich weiß nur, dass der Erik einen sehr schönen Schnauzbart hatte, glaube ich. Ja, natürlich, mon chéri. Also Alter, diese fette Warze an der Seite. Oh. Man kann das Gesicht komplett modellieren. Ne? Wir hatten halt wenig Zeit, deswegen mussten wir es ein bisschen schneller machen. Mhm. Außer Erik. Du kannst halt das komplette Gesicht wirklich modellieren. Und das hast du halt so selten in Online-Spielen. Das ist so fand cool. Mehr Haare würde ich mir wünschen. Man sieht es, glaube ich, auch im Cursor. Wir spielen an der Xbox. Man sieht es natürlich auch unten an der Steuerung. Wir spielen an der Xbox One oder haben gespielt. Mhm. Und deswegen muss man mit dem Cursor mal so ein bisschen. Ah, und jetzt kann ich mich fett machen. Ah, geil. Wow. Ich habe Sonnenbrand. Ich bin Bademeister. Rudolf. So, ich habe ein sehr schlankes Gesicht. Ich bin unterernährt. Ich bin Tobi. Okay, warte. Ich bin auf jeden Fall hier sehr unterernährt gerade. Im Geist ist er einfach immer bei uns. Golden Blond. Aha. Ja, wir lassen mal Golden Blond. Eigentlich, ich habe gerade Schritte gehört. Übrigens, wir spielen tatsächlich doch zu viert. Eigentlich wäre die Eva jetzt auch noch mit dabei. Ja. Die Eva war natürlich auch beim Anspiel-Event. Die Eva von Bethesda. Ihr kennt sie auch ein paar Mal. War sie schon hier auf dem Channel vertreten. Also bei mir auf dem Channel vertreten. Bei einigen Previews. Und sie wäre heute eigentlich auch dabei und dann war man sich aber bei Bethesda nicht sicher, ob das so okay ist und deswegen, wir werden heute einfach so tun, als wäre Tobi im Geiste bei uns, der aber Eva ist. Ja. Eva-Tobi. Genau. Eva-Tobi. Tefa. Wie würde Tefa aussehen? Alter, was? Phobie. Ephobie? Nee. Die Warze. Ich habe mich gerade in einem Scheißhaufen gewälzt, glaube ich, bevor ich in den Wald gekommen bin. Ja, diese Warze, ne, die linke, ne? Ja, diese, alle. Das sieht aus wie so ein Kuhfladen einfach, Alter. Ja, die sieht aus wie so ein Schokonugget aus dem Muffin. Oh mein Gott, die Riesenaugen. Ich bin sowas von Muffin. Und die Pickel. Aber dünn ist eigentlich auch ganz nett. Die Pickel sind auch übel. Ich würde halt sehr gern ausgewogen sein, oder? Die Charaktererstellung wird bei mir irgendwie 2 Stunden dauern, oder? Wird bei mir eine Special-Folge. Ja, also, wahrscheinlich. Man kann halt auch echt so viel machen. Also, bis man da irgendwie alles gefunden hat oder alles gesehen hat, da vergeht echt viel Zeit. Vor allem, ich habe eigentlich nur die Sachen an der Seite genutzt. Ich hab nur bei den Wangen ein bisschen modelliert und so. Ich sehe ein bisschen aus wie Mesut Özil. Fällt mir gerade auf. Also, jetzt nicht ich, sondern mein Ingame-Charakter natürlich. Hallo, mein Name ist Mesut. Mesut Özil. Ich komme aus Wald 76. Wald 76? Wald, ja. Okay. Wald. Seid ihr schon raus? Seid ihr schon fertig? Ich muss gerade meinen Charakternamen. Okay, ich auch. Boah, Pan, wir sind voll synchron. Ja, ich auch, Mann. Ey. Ich mach einfach ein Smiley rein, so als Name. Wie ist mein Name? Komma, Apostroph. Jetzt mach ich die Emojis. Das ist mein Name. Ich bin... Ich bin Gregorius. Was mach ich denn da? Ach, guck mal, das stimmt, man bekommt ja so eine Ausweiskarte, wenn man seinen Charakter erstellt. Ja. Das ist mega cool. Und es ist mir aufgefallen, nachdem die Aufnahme nochmal reingeschaut hatte. Ja. Manchmal hatten wir ja so Ladescreens, ne? Ja. Und man muss ja dazu sagen, wir sind in einer kompletten Online-Welt mit den Spielern, die in dem Zeitpunkt dann auch mit uns gespielt haben, nur an anderen Stations. Die waren ja mit uns dann in derselben Welt unterwegs. Mhm. Und manchmal habe ich von denen im Ladebildschirm diese Ausweise gesehen. Einfach so Fotos. Das hatte ich auch mal. Du hättest posen können. Ich habe gar nicht gepostet hier für das Ausweis. Ja, also doch, ich habe ein bisschen... Das mache ich gerade so ein bisschen. Ja, schön schmierig. Ah, so mag ich das. Die Wollmold-Pose, ey. Boah. Hallo, ich bin die Super-Süße. Ich sehe aus wie ein voller Kartoffelsack einfach. Alter, ich sehe aber so schmierig aus, wie so ein Geleckter.
So. Ich muss an dieser Stelle noch sagen, dass wir uns wirklich beeilen mussten mit allem, ne? Weil wir hatten tatsächlich nicht so viel Zeit wie die anderen, weil wir ja die Tonprobleme hatten. Mhm. Ja. Und wir sollten schnell aus der Vault raus. Huch. Natürlich haben wir trotzdem alles geloot. Huch. Achso, hier mache ich gerade den Trockner und so an. Ja. Natürlich haben wir trotzdem alles gelootet, aber zum Beispiel habe ich gerade die Nachricht nicht. Warte, bei mir spielt jetzt ein Holotape. Ja. Das Holotape ist ein Spiel. Nougatapper. Alles angehört. Ja, hier, so ein Minigame. Nougatapper. Da kann man so ein Minigame machen, das ist so ein bisschen wie... Ja, da sind ein paar Minigames. Das ist voll geil. Ja, man kann allein in der eigenen Wohnung kann man auch so viel Zeug schon machen, so, ne? Bierchen. Also, ja. Schönes Essen ist noch da, aber ich denke mal, wir nehmen mal den Pip-Boy raus und, Hier noch ein Bierchen! Ja, den habe ich nicht gesehen! Bierchen. Der ist direkt in der Tür und der zugesteckt! Also, ich habe ihn sofort entdeckt mit meinen sonnenverbrannten Augen. Oh, ist das doof! Ey, man kann übrigens auch in Third Person spielen. Juhu. Nochmal. Das ist ganz gut. Oh, ich habe eine Quest gestartet. Reclamation Day. Da, Pan, da ist er, ja. Könnt ihr mal aufhören mit eurem Fallout 76? Ich muss hier Bier servieren, ja? Oh, Entschuldigung. Bier servieren. Bier servieren. Ich muss übrigens mal sagen, wir hatten ja auf diesem Event, hatten wir auch diese Reclamation Day Party. Boah, die war so gut. Ja, diese so Lobby geil. Hier, die erinnert so krass an diese Reclamation Day Party. Ja. Das ist so geil einfach. Pan, da bist du. Pan! Juhu, hier bin ich. Wo bist du da? Hallo, ich bin die Pan. Mann, Gronkh, hör auf zu spielen. Spiel ja nicht das Spiel. Mann, Erik, komm doch mal jetzt hier! Der hört mich auf zu spielen, der Penner! Was ist denn mit dem? Wieso sucht der sich immer so fest? Guck mal, der Kevin, der weiß den Weg. Ich weiß dir den Weg, Mann. Ja, diese Ähnlichkeit ist hier leider jetzt nicht zu sehen, aber... Was? Den habe ich voll gut hinbekommen. Guck mal meine Wangenbuschel an. Super, Curry, super. Du alter Klops, ey. Der Pip-Boy. Das ist der vom Gamescom-Event. Das ist der Pip-Boy. Was soll denn die Scheiße? Boah, zum Glück können wir uns hier nichts... Ey, Erik, die Frau ist voll aggressiv, die schlägt mich immer. Boah, nicht nur in-game. Ja, hier ist so ganz viel Zeugs, damit wir uns preparen können für die Außenwelt, Pan. Das musst du alles mitnehmen, das ist wichtig. Wir hätten noch viel mehr mitnehmen können und auch hier die Brille. Ja, das werden wir aber alles machen. Hätten wir die Zeit gehabt, aber wir werden die Zeit haben mit dem Habeas Corpus auf jeden Fall. Was? Oh Gott, und ich werde es privat auf jeden Fall auch noch spielen. Das ist. Man kann halt so viel entdecken, ne? Ich würde mich auch mehr umschauen, aber ich beeile mich gerade ein bisschen. Und so ähnlich sah es wirklich aus mit der Bunkerparty. Boah, das Fußballfeld da unten. Voll geil. Ah, der Erik ist auch unterwegs. Der Partyhut! Alter, der Partyhut, ich bin der auch so. Wie macht man das? Ich hab ihn nicht aufgesetzt, verdammt. Hast du nicht? Nein, leider nicht. Hallo, Klatsch. Ich glaube, die Eva sagt es uns gerade im Geist. Ja, über den Pip-Boy muss man das machen, ne? Genau. Ich bin im Partyhut. Den Partyhut hatten wir auch auf der Reclamation Day Party, auf dem Event. Die hatten wir auch die ganze Zeit auf. Aber der war da gelb. Und ich höre euch von Partyhüten reden, sehe Partyhut und kann ihn nicht mitnehmen. Und ich weiß nicht genau, wo der Partyhut ist. Deswegen laufe ich jetzt hier einfach. Da hättest du weiter den Weg folgen. Da stehen wir gerade. Komm doch mal vorbei. Ich beeile mich. Komm doch mal kurz rum. Ich suche gerade, wo es rausgeht. Hier ist. Hallo? Hallo? Oh, Curry, nein, ey. Das geht gar nicht. Hey, das bin voll ich, ja. Oh, du bist in Ruhe. Hört sofort auf Spaß, ohne mich zu haben. Ich komme sofort. Okay, Entschuldigung, wir warten. Tut mir leid, wir sind gleich. Guck mal, hier gibt's noch mehr Zeug. Oh, hier ist noch eine Jukebox. Warte mal kurz. Kann ich da? Pan, guck mal, hier ist dieses Camp-Ding, womit man dann später sein Camp bauen kann. Aha. Hast du das genommen? Nee. Kommt man das? Oh, cool. Jetzt haben wir nicht. Die Jukebox spielt cool. Nein, ich hab's echt nicht genommen. Ohne Scheiß, ich glaube, das wäre eine Einzelfolge von uns, die wir außerhalb von Habeas Corpus dann machen, oder? Ja, weil wahrscheinlich. Das ist so eine Startup-Folge. Also ich würde gerne eine Folge Character Creation brauche ich bestimmt. Ja, ja, mach du das mal, Erik. Ja. Hab viel Spaß. Dann noch eine Folge hier in diesem Bunker und dann geht's los. Boah, allein wie der Vault jetzt aufgeht, das ist so geil, ne? Oh Mann, hör auf! Also, warte doch mal! Jetzt warte doch mal! Hier, stay hydrated! Ist das krass! Mann, Curry! Es ist gerade genau wie in der Aufnahme. Aber wir müssen dazu sagen, dass Eva draußen natürlich auch gesagt hat, kommt jetzt bitte raus, ne? Ja, wir hatten keine Zeit. Nur zwei, drei Stunden oder so. Das war halt echt und viel. Ganz ehrlich, wer Fallout 4 kennt, der weiß, dass zwei, drei Stunden einfach, das ist vielleicht eine Folge. Ups. So was, das ist nichts. Und wer das Fallout 4 Let's Play beim Erik kennt, der weiß, dass man hat hier begrenzten Platz zum Looten. Ne? Man hat nicht so viel. Und der Mann wird Amok laufen. Was? Ich habe ganz selektiv gehandelt. Es gibt eine Szene, wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass der Erik sehr gut Prioritäten setzen kann. Das war wichtig für unser Fortbestehen. Wir müssen noch in der Wildnis überleben, da muss man noch ausgerüstet sein. Ihr könnt doch nicht einfach so rumlaufen. Nee, ich rede von anderen Moment hier in diesem Let's Play. Hör auf zu spoilern jetzt, das weißt du noch gar nicht. So. Stimmt, das weißt du noch gar nicht, Pan. Kannst du in die Zukunft gucken oder was? Eine Brille, ein Schiff, Perkards. Juhu.
Challenge complete, Level up. Ich hab mein Level up, mein erstes. Und ihr so? Ja, Erik, du bist richtig gut, ey. Du krasser Typ, ey. Was nehm ich denn? Intelligenz habe ich schon. Charisma auch. Ausdauer ohne Ende. Stärke fehlt mir noch ein bisschen. Ja, Gladiator, geil. Schöne Aussicht, Erik. Guck mal, hier draußen ist echt eine schöne Aussicht. Alter, guck mal, wie geil diese Sammelkarten aussehen. Cool, Curry. So. Curry's Po sieht so lustig aus, aber ich glaube. Hä? Ja, wenn du läufst oder so ein Knubbel bist hier. Ja, ich bin halt oben. Ach so, in voll eng und ja, draußen. Ja, bin ich ja. Da, ey, was soll ich jetzt? Was ist das für eine Scheiße jetzt? Hä? Wo, oh, jetzt muss ich auch hier irgendwo lang. Curry's Po sieht lustig aus. Warte. Hör auf! Hä? Hä? Was denn? Ach, da hinten geht's noch weiter, okay. Ja, irgendwann kommst du einfach raus. Folge einfach. Ja, ja, hier, das war so versteckt. Ich seid ja da durchgerusht und ich wollte natürlich alles zeigen den Zuschauern, damit die auch alles sehen können. Ja, das ist echt schön, dass du das tust. Ja, das und alle, die beim Anspiel-Event in diesem Raum saßen, sind jetzt gerade, wie wir auch hören, auch auf der Map unterwegs. Da vorne ist die Eva! Hallo Eva! Nee, das ist nicht die Eva, oder? Ah. Doch, das ist die Eva! Das ist die Eva? Und doch, stimmt, das ist die Eva! Ich liebe diesen Moment. Oh, das ist geil. Ich glaub, der Erik kommt gleich auch gleich. Hä? Das warum? Ist wie durch den Geburtenkanal. Oh. Warum? Was? Ich weiß es einfach nicht. Vor allem, wie kannst du denn die ganze Zeit kotzen, bitte? Huch. Ist das durchgehend? Ach, nee, krass. Das ist nicht durchgehend, aber du machst es immer wieder, das ist das Problem. Ja, war das das lustige Emoji? Da? Oh, da unten sind irgendwie Gegner. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tue. Aber egal. Oh, ganz kurz. Wir sind Profis. Man kann Klamotten über der Rüstung tragen. Das ist natürlich auch cool. Das heißt, man kann Rüstung tragen und kann. Naja, wahrscheinlich nur, damit man optisch so ein bisschen mehr Auswahl hat. Und nicht immer nur. Aber zerreißen dann nicht die kompletten Klamotten. Ja, darum geht's doch gar nicht. So, ich bin raus. Okay, Entschuldigung. Ich bin raus. Ich dreh mich um, ich dreh mich um. Ah, das ist Wall 76. Geil. Das ist der Curry, was ist los? Dreh dich um. Aua, da hat jemand geschossen. Hey, was geht ab? Hallo, Freunde. Hey, erster Kontakt. Oh Gott. Guck mal, ich bin Franzose, ich begrüße euch. Hallöchen. Bonjour. Warum? So, diese geilen Partyhüte, damit kannst du nicht dienen, Alter. Oh, so, da hinten, das ist übrigens Eva, also Tobi, also Evobi. Eva Gabond. Genau. Eva Gabond. So. 007. So, und wir machen jetzt ein Team, damit wir uns nicht verloren gehen. Dann hat man nämlich hier unten links, sieht man das ganz gut, da sind wir jetzt alle in einer Gruppe und können uns immer sehen, wo wir sind und, oh, hier ist noch jemand. Und man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch PvP hier auf der Map, aber es gibt die Funktion, wenn du zum Beispiel von jemandem abgeschossen wirst und du schießt nicht zurück, dann wird der auf der ganzen Map rot markiert und jeder kann ihn sehen. Da freue ich mich jetzt schon und drauf. Und wenn Leute zu Mördern werden, dann gibt es Kopfgeld auf die Leute. Und je öfter die morden, desto höher wird das Kopfgeld für und alle. Und auch wenn er in deiner Gruppe ist, das habe ich mir auch gehört, auch wenn er in deiner Gruppe ist, kannst du das Kopfgeld einfordern. Pan, wieso kotzt du? Hör mal auf. Die wird, die wird viel dünner, die löst sich einfach komplett gleich auf. Die ist gleich das weg. War echt immer wohl nicht gut, das war ein bisschen radioaktiv, deswegen muss ich kotzen. So, das war gerade die Map. Ah! So. Third Person geht natürlich auch. Schießt die Frau! So. Ja, bitte nicht. Seid ihr auch gerade Third Person? Wir testen ja, Third Person gerade. Ich glaube, die Eva erklärt uns gerade alles, wie alles funktioniert mit der Steuerung und so. Ist natürlich alles ein bisschen viel zu merken. Wir gerade uns irgendwo hinführen, aber uns interessiert das nicht. Ja, warte, ich teste gerade noch Emotes. Oh ja, hier. Okay, und hier ist die Map. Und jetzt müssen wir irgendwo in den Süden, wollten wir, ne? Die weißen Punkte sind übrigens die ganzen anderen Spieler. Ja. Und da seht ihr das Greenbrier, habt ihr das kurz rechts gesehen? Oh, bei mir leider nicht. Aber und das Mothman-Museum, Curry! Ja, Pan, wir werden ihn finden, Pan, wir werden ihn finden! Der taucht nämlich Mothman. Nur ab und zu auf. Ja, das ist so ein bisschen Bigfoot-Feeling und ja, das freut mich schon sehr. Ja. Pan und ich werden die ganze Zeit auf irgendwelche Touren gehen und einfach weg sein. Und mein Name ist Tobi bauen Imperium. Dubai. Mein Name ist Mott, ich bin der Bordfriseur, wer kennt's? Hast du das gehört? Was denn? Curry hat gesagt, und du und Tobi, ihr baut ein Imperium in Dubai. Also ich werd auf jeden Fall, ich werd looten einfach ohne Ende. Ja, natürlich. Ja, das weiß ich, ja. Au, oh, wer schießt? Da, ja, das was? Vorsicht, geh noch wieder auf, die Drecks auf, mach die kaputt. Nein, geht zu langsam. Ich fahrt schon alles. Ach, da oben. Ah. Da bist man erstmal mit der Steuerung hier zurechtkommt, das ist voll. Ja, vor allem mit dem Drecksauto. Jawohl. Alles klar, Curry läuft wieder amok, weißt du? Ja, ich hab geübt. So. Das kann sich mal keiner sagen. Ne, diese Startgegner in den MMOs, entweder sind es irgendwie Wölfe, Porings, oder es sind immer diese gleichen, oder kleine Vögel. Oder so Roboterspinnen. Ja, oder töte 10 Riesenratten. So, ein bisschen üben gerade noch, LT-Block, alles klar, RB2 Power Attack, ich glaube, das habe ich aber nicht gelesen, wie immer. Also ich habe mich halt überhaupt nicht mit der Steuerung auskennen, weil ich noch nie irgendwie in Richtung Fallout irgendwas gespielt habe, tatsächlich. Und ich habe es noch nie an Konsole gespielt, deswegen das Gleiche. Ja,
Ich habe Fallout gespielt und ich habe wieder mal nichts gecheckt am Anfang. Pan, du hattest deine Momente. Es ist alles gut. Ja, so. Ich hatte auch meine Pistole ausgewählt. Pip-Boy an. Ganz kurz, jetzt gerade. Oh, Licht! Oh, was? Was? Ich habe Licht angemacht. Ja, ah, okay, ich jetzt auch. Cool. Oh, ich Gebäude. Und ich ein Biber, Vorsicht, Vorsicht, ein Biber! Ein aggressiver Biber! Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt, Erik. Ist schon, glaube ich. Mach ihn einfach kaputt. Der ist schon. Geiler Typ, du bist ein Hammer-Typ. Cool. Es ist gerade dunkel, also ich bin gerade am Dämmern. Oh mein Gott! Hier sind Instrumente! Oh, oh. Ich bin ja nicht. Erik, komm! Alter, wie geil ist das denn? Die Maultrommel! Geh hin, guck dir an! Da ist noch so ein Benjo! Okay, warte mal, wie kann ich das... Raus hier, warte. Kann ich das nehmen? Nimm das mal, nimm das! Play! Komm, wir gründen eine Band! Okay, let's go! Wir gründen eine Band, Erik, komm! Alles klar! Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht wirft uns jemand was in den Hut! Habt ihr noch einen Euro? Ja, was machen wir? This is our story! Ich geb euch ein Emoji, Aber lass unbedingt, wenn wir irgendwann unser Dorf dann haben, so ein Lagerfeuer machen und da irgendwie Instrumente hinlegen oder so. Das wäre voll cool. Boah, unbedingt. Ja. Schade, dass wir keine Zeit haben, Mann. Ich würde guck mal. Ich würde halt so gerne gerade wirklich. Alter, dieser Schnurrbart. Boah, bist du hässlich. Du siehst aus wie ein überfahrener Alkohol-Boris Becker. Warst du mal Clown? Bitte, was? Wie ein überfahrener Alkohol-Boris Becker? Ja, aber die Nase ist voll rot, das Gesicht voll schmutzig und blutig. Das ist Sonnenbrand, das sind alles Spuren des Kampfes, Erik. Ach so. Also ich möchte nochmal sagen, dass das Spiel hier gerade natürlich, wir starten und es ist ein bisschen dunkel am Dämmern, aber das wird aber gleich auch noch, jetzt mit der Musik so, das ist halt voll geil, wenn man nur hier einfach so durchläufst, ne, das ist echt... Ach ja, ihr hattet ja die Musik an, ne, das Radio, oder? Nee, noch nicht, das kommt noch. Nee, oh, ich hab mich nicht getroffen. No Red, oh, Hilfe! Oh mein Gott! Curry wieder mega aggressiv. Oh, komm, ja, komm, ne? Ich bin ein Pitboy drin, Hilfe! Also erstmal das Fleisch nehmen. Guck, wie er danach schön rollt. Bei mir rollt er gar nicht, bei mir liegt der Baum. Ey, bei mir ist so runtergerollt. So. Ich bin so überfordert gerade noch. Aber es kommt, es kommt. Und ich werde später, mein Aim wird auch ein bisschen besser. Vor allen Dingen am PC. Am PC, vor allen Dingen. Ja. War mit Controller, das war für mich neu. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen muss, wir spielen gerade die Preview-Version, die extra fürs Greenbrier-Event da, also fürs USA-Event zusammengeklöppelt wurde. Es gibt also, natürlich gibt es noch einige Bugs hier und da, mal gucken, was wir davon finden. Es wird bestimmt was auftreten. Ne, ist aber eine Preview-Version. Wir werden welche finden. Natürlich. Hallo! Oh, Häuschen! Nein, tu den Hund nicht! Ein Weihnachtsschmuck! Das war ein süßes Hund! Gott, lass die Hundis in Ruhe! Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr drin! So, streicheln die mal ordentlich durch! Ja, Hunde streicheln, geil! Petting! Juhu! So, was? 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 Oh, geil, ein Safe. Okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, du nutzt das mal falsch. Ich habe auch so was reingelegt, statt was rauszunehmen. Ich bin sehr schlau. Nee, das war schon absichtlich so. Ja, okay. Ein Entwickler! Wo ist das? Oh. Ein Dev! Hä, warum hat er das an? Das soll es mal geben. Weil es ein Entwickler ist. Geiler Entwickler, Mann. Ey, haut er ab. Ich wollte ja gerade voll die Props geben. Ernst, weißt du, und haut wieder ab. Ich glaube, der wollte einfach Sex anbieten oder so. Ich glaube, das war seine Absicht. Ja. Curry natürlich hinterher. Gib mir Cheatcodes! Ja, warte. So. Hier, ich nehme mein Fahrrad. Ich fahre da hinterher. Ah, okay. Schade. Aber Fahrzeuge oder sowas gibt's hier nicht, oder? Nee, also, leider nicht. Glaube ich, bei Fallout an sich auch gar nicht. Boah, weißt du, das wäre so geil, wenn es Fahrräder gäbe und man mit Fahrrädern hier zusammen fahren könnte. Ja, mal so eine Fahrradtour. Boah, das wäre so geil. Fahrradtour zum Mottenmann-Museum, ey. Die Map ist, glaube ich, auch viermal so groß wie Fallout 4. Und auch soll auch viermal so viel Content geben. Also ist nicht einmal nur, dass die Map aufgebläht wurde, sondern es soll halt auch ewig viel Content geben. Leider können wir halt heute kaum was zeigen, weil ganz ehrlich, in 2,5 Stunden schaffst du einfach nichts zu covern. Was denn? Ich hab Wasser getrunken, das war aber gar keine so gute Idee. Oh Mann, das musst du doch kochen, hast du das Apokalypse. Ein bisschen radioaktiv. Apokalypse, das kannst du nicht machen. Ja, Mann, nee. Jetzt weiß ich auch, warum du so hell bist und leuchtest nachts im Dunkeln. Ja, es wird ja ganz schon wieder heller. Oh, guck mal, da ist die nächste Villa. Oh, schön. Was sind das für Dinger? Deine Bauern hier? Da laufen welche. Hula. Die Autos sind wie in Fallout 4. Oh Gott, ich mach euch fertig. Aua! Das ist gut, oder? Ja. Der hat Diamanten in der Schulter. Ein Verbrannter. Wixen. Wixen Homestead, was? Yo, Wixen Homestead, da bin ich zu Hause. Let's go, reingehen. So, Erik hat schon alles aufgesaugt. Man hört den ganzen Tag. Ja, alles klar, Inventar ist voll, kann nicht mehr. Genau so ist es auch. Ich muss zurück zum Wall. Oh, Alter. Die Ghule schießen. Vorsicht, diese Scorch schießen. Oh, da ist eine Katze. Was? Kann man die Katzen töten? Kann man die...
Katzen kann man nicht töten, sagt Eva. Ich glaube, die kann man nicht. Eva hat gerade gesagt, man kann sie nicht töten. Das müssen wir ausprobieren. Nein, hey, Curry, Curry, nein. Curry, du bringst keine Katzen um. Doch, warte mal. Ich will die Katze aussehen. Kann ich die vielleicht aufheben? Curry, lass die Katze in Ruhe. Lass Curry, Curry, Curry. Warte kurz. Alles gut. Es ist alles gut. Ich tue doch keiner Katze. Gut, streicheln ist okay. Streicheln ist okay. Also, warum nicht? Ich guck mal, hier ist irgendwie ein Zettel. Das muss man testen, Leute. Man muss einfach Sachen ausprobieren. Ich meine, wir sind auch in der Testphase hier. Oh, ein Radio. Aber muss ich testen. Oh, die miaut auch. Oh, das wäre so geil, wenn man die mitnehmen kann, aber man kann die nicht. Oh, sie hat sogar einen Namen. Kannst du die füttern? Was? Wie heißt sie? Cheswick. Cheswick? Kannst du die füttern? Also, Cheswick. Nee, ich konnte da nichts machen. Aber die hatte nicht mehr so viel Energie. Ich möchte das jetzt ausprobieren. So. Wenn ich nicht mehr so viel... Cheswick! Curry? Curry? Curry, Mann! Man muss es doch testen, Alter! Cheswick, nein! Ich nur Fleisch machen. Curry, was hast du gemacht? Curry, was hast du gemacht? Geh weg, warte mal. Ich dachte, wir sind dafür da, um zu entdecken. Um es auszuprobieren. Wollt ihr mich verarschen? Hast du nicht das Fleisch mitgenommen? Ja, weißt du, das Fleisch wollen sie dann alle haben. Ich hab das Fleisch mitgenommen. Das kann ich immer noch lieb haben und streicheln. Cheswick! Beef Jerky, Alter. Oh Mann. Also ich möchte keine Tiere töten, ich wollte es nur ausprobieren. So. Ja. Aber Hauptsache das Fleisch essen, das ist ihr. Meint dann, Eva geht vielleicht nicht. Ja. Eva hat einige Wegziele vorbereitet, deswegen sprintet sie mal vor und führt uns ein bisschen, weil wir kennen uns ja hier null aus. Sie hat das schon ein bisschen gespielt, natürlich, als Bethesda-Mitarbeiterin. Ja. Und führt uns so ein bisschen durch die Wüste, durch die Apokalypse. Ja. Damit wir auch ein bisschen vorankommen, weil wir würden sonst immer noch im Bunker hängen und feiern und kotzen. Wir würden immer noch nicht, dass man hier springen kann. Das merke ich gerade. Wir gehen nämlich immer. Ach ja, diese geile Tastenkombi, ne? Ja, ja. Stimmt. Boah, ey. Ist... Oh, sieht aber schön aus. Ja. Toll. So wünsche ich mir das Ende der Welt. Also wisst ihr denn, ob das auch dynamisch dann sein wird, das Wetter? Also wird das komplett dann einen Tages-Nacht-Zyklus haben? Ja, das auf jeden Fall. So. Das war schon immer so. Ja, ne? Ja, klar. Jetzt war ich hier gerade vor die Kamera. Wobei bei manchen Spielen, muss ich ehrlich sagen, nervt mich jetzt, dass es so oft und schnell Nacht ist. Ich hätte lieber immer schön Tag. Also meistens, wenn es so ist, dann geht es halt mega schnell. Deswegen meine ich so. Aber ich finde, das geht eigentlich ganz klar, Erik, oder? Wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf, Curry. Oh, ist doch romantisch. Boah, ist das ein schöner Hut. Warte hier, kann ich, warte. Oh, Pierre, der Bauarbeiter. Wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf. Guck mal, ich gebe dir Handherz, weißt du? So, ich wollte das gar nicht, das war so ein Gutsymbol. Ich mein Katzenfleisch, guck mal hier, hallo. Ich hab das Katzenherz für dich rausgegeben. Ich bin Cheswick gegessen. Ja, was macht Eva da vorne? Wir müssen weiter. Ich glaube, die läuft einfach komplett weg. Die hat schon alle Hoffnungen aufgegeben. Die hat den Überblick auf jeden Fall. Oh, ich hab eine Baseballgranate. Sie muss vor allen Dingen ein bisschen die Zügel in der Hand halten, weil wir natürlich nicht klarkommen. Oh, Offer Trade, was ist denn da hinten? Da ist der Dev schon wieder. Das sind andere. Und Webedia, was ist das denn? Da sind Redakteure, die holen sich beim Dev illegale Zuwendungen. Was ist da los? Und Franzi! Franzi ist auch wieder da! Franzi ist auch dabei! Ich glaube, wir sind einfach in ein anderes Team gerade reingerannt. Ich glaube ja. Aber sie hat auch den Party-Hut, weißt du? Sie macht es richtig. Was ist mit euch los? Hallo! Liebe Grüße! Hallo, wir haben gerade eine Katze gegessen, wir verteilen Liebe. So, hier. Webedia übrigens, GameStar, ne? Das ich weiß nicht, wen hatten wir dabei? Franzi von Bethesda ist das, dann Webedia müsste eigentlich die GameStar sein. Drifter war auf jeden Fall alle echt. Drifter weiß ich leider nicht, wer der Drifter ist. Huch, und da ist die Franzi genau vor mir. Abkotzen. Die Franzi bewundert meine Schönheit. Warte mal, kann ich gerade, hallo? Mach doch einfach Hallo. Ja, gib mir. Achso, sie opfert mir einen Trade und ich winke einfach, weil ich doof bin und keine Ahnung, ob mir was annimmt. Hallo, und jetzt winke ich in nichts rein. Hallo, oh, oui, bonjour. Ich habe Angst vor dir. Und jetzt kriegt wer anders den geilen Trade, verdammt. Ja, wer ist denn da der Drift? Ja, der eine, der hat halt voll den mega Anzug schon, den will ich auch haben. Aber guckt euch mal die Treppen hier an, was die für Wunderwerke hier gebaut haben. Die haben hier schon gebaut einfach. Die haben schon ein Camp gemacht. Ja, die haben das ist die Base. Die haben hier ihre Base gemacht mit einer Straße, warum auch immer. Man muss dazu sagen, das Building, da muss man auf jeden Fall erstmal reinfinden, aber da kann man so geiles Zeugs bestimmt mitbauen später. Oh, eine Feuerwehrleiter in den Baum, juhu! Und das Coole ist, dass man, wenn man das Camp, wenn man zum Beispiel woanders hin möchte, an einem anderen Ort, kann man das Camp komplett einpacken und dann einfach mitnehmen. So, das ist halt geil, ja. Mega lustig eigentlich. Und die ganze Base woanders aufbauen, wobei ich mich frage, wie ist das mit den Begebenheiten des Terrains? Das würde mich noch interessieren. Einfach auspacken, batz!
Du kannst sowieso, glaube ich, nur auf geraden Untergrund bauen, oder? Ja, ich glaube, also, solange es halt grün ist, kannst du das dann platzieren. Aber ich glaube, also wenn es grün ist, dann wird also ich das dann irgendwie in den Berg gebaut. Alter, die Eva, was die Eva hat sich, die hat sich, die hat sich einen Mathematiklehrer-Pulli geholt. Schweinerei. Ich lernen, ey. Alter, die Hosen sind ja geil. Oh, so, sind das Knickerbocker oder? Wie ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Und wieso weiß ich, dass das Knickerbocker heißt, Alter? Ich frage mich gerade auch, wieso ich das weiß. Das weiß man einfach, das muss so sein. Das ist immer Unterbewusstsein, das ist wichtig. Cool, dann habe ich ja doch sowas hier unterbewusst. Warum haben wir nicht so geiles Zeug, Alter? Mit der soll uns auch mal was geben. Weiß ich, wir sind ja keine coolen Devs. Hier, komm, was der für ein Anzug bitte, hat, krieg ich was? Krieg ich was, Herr Def? Gib's her. Guck mal, ich mach Kniebeugen und sehe niedlich aus. Oh, guck ich in seinem Arsch, Mann. Oh, wir haben Gurken dabei. Ein, zwei. Der rafft einfach nicht, dass wir was wollen. Wir wollen auch. Ja, okay, jetzt. Und jetzt gehe ich weg, Mann. Okay. Jetzt, oh. Ah, ich habe jetzt gerade hier. Nichts. Hier ist die Base von denen, glaube ich. Ah ja, hier, genau, hier haben die Workbenches. Die haben sich ja schon was aufgebaut. Wir laufen nur rum und machen Fax. Aber die hatten auch eine halbe Stunde länger Zeit natürlich, weil wir später gestartet haben. Ja, vor allem haben die auch den ganzen Stuff bekommen, ne? Also ehrlich. Als Schwein, das alles hat erarbeitet. Wir haben zwei wichtige Ziele. Und die wollen wir ja unbedingt auch noch, ne? Wegen der kurzen Zeit, die wir haben, ansteuern. So, Curry, was baust du da gerade? Ich baue mir gerade ein Papierschiff. Hm. Ja, das einfach fürs Flüsschen so ein bisschen für den Zeitvertreib, ne? Ich mach das, was ich am besten kann. Ich klaue den alles aus der Poolbox. Was haben wir hier? Oh, Katzenfleischsteak! Ich hab dir gerade alles geklaut, ich wusste es gar nicht. Machen wir das okay. Doch mal. Gut, und ich mach mir mal eine Waffe. So. Also, Chess Wink später, wenn er dann erwischt wird, heißt es dann, es ist mir alles in die Tasche gefallen. So, ich mach mir mal hier eine Axt, ist doch geil, oder? Was kochst du da, Pan? Chestwick oder Zetschwick? So. Ich hab die Katze gekocht, also das Fleisch. Was? Ja. Was? Ja. Pan hat Chestwick Bolognese gemacht. Kann man die Bolognese noch streicheln und lieb haben? Erik, was brauchst du da? Ich habe mir eine Axt gemacht gerade. Ja, warum kannst du dir Waffen machen? Ich will mir auch Waffen machen. Weil ich den Leuten den ganzen Stuff geklaut habe. Ich dachte, wir sind ein Team, Alter. Hier ist Throwing Knife. Oh, weil ich guck mal, ob ich was kochen kann. Hier, wenn du dran bist, ich bin jetzt weg. Ich kann Wasser kochen. Das ist ja nice. Wahnsinn. Nice. Wie viel Kalorien hat das? Ich erfahren. Das ist ja wie im echten Leben. Ich kann Wasser aufkochen. Wie viel Weight Watchers Punkte hat das Wasser? Minus 10. Okay. Ja, du nimmst ja nicht ab, weil wir uns nicht aufkochen. Wie so ein Waschlappen, was man ausfringt einfach. Hört ihr das gerade auch? Ja, ich höre gerade ein Band, glaube ich, oder irgendwer hört ein Band. Ach, okay, ja, genau, das war ich. Ah. Ich habe mir das auch genommen. Ich höre das jetzt auch mal gerade rein. What I can confirm is hostile territory. Fortunately, Vault-Tech was prepared. You see this? The cooking station, the stash box, the workbenches, all built with the camp. You need a home base out there. The construction and assembly mobile platform is designed. Just add resources, planning, and a little elbow grease. When you move your camp, everything you've built is stored, ready to be placed back down in the new area. Ich hab mir Rüstung gemacht. Use this to establish a foothold wherever you're in unfamiliar territory. Guck, meine Waffe. I've left my camp behind. Vollpart, echt voll. Ja, cool. Warum kann ich keine Waffe haben? Ich habe unterwegs schon gehört. Curry, wir haben darüber geredet. Du hast diese Kondition. Ihr habt doch nur Angst. Das ist richtig. Ja, ich glaube aber, das ist nicht das Camp von denen, oder? Doch, guck mal hier in der Mitte. Das ist so ein aufgesetztes Camp. Nee, ich glaube, das sieht aber so aus. Ach, das ist ja das Overseer-Camp. Das ist genau, wahrscheinlich. Genau, genau. Und deswegen macht dieses Tape auch Sinn, weil da in dem Tape wieder gesagt, dass wir sowas auch brauchen für uns. Ja. Genau. Sicherheit und sowas. Und jetzt guck mal hier, diese Wasserpistole. Ich will die auch haben. Gut viel Sachen. Die Wasserpistole? Voll. Ja, du hast hier irgendwas gecraftet, das sieht aus wie eine Wasserpistole. Oh, hier wollte ich gerade das Radio anmachen, hab mich aber dagegen entschieden. Ich mach klassische Musik, weil die müsste ja eigentlich gehen. Ah, ja, ich hab, bin schön. Mir in den heutigen Zeiten nicht sicher auf YouTube. Ich hatte es nicht gecheckt. Achso, okay. Ich hab's einfach gelassen. Und ich hab doch vergessen, das Radio wieder auszumachen und wir werden die ganze Zeit jetzt klassische Musik hören bei mir. Wenn, dann hätte ich es aber auch gern gemacht. Also ohne Scheiß. Oh, müssen wir das sowas von anhören. Und Eva will, also kommt ihr mal rüber vielleicht? Wir haben ein bisschen Zeitdruck, Leute. Oh, ja, hallo, hier. Ja, ich komme ja schon, Entschuldigung. Ja, ja, alles klar. Ach, Pan schon wieder. Kommst du mal langsam ran? Okay, ich gehe in das falsche Menü rein. Oh Gott, siehst du furchtbar aus. Los, weiter geht's. Warum sagst du sowas? Eriks Po ist auch lustig. Ist auch so ein Knubbel. Ich bin sensibel. Du bist ein totaler Bauarbeiterhase. Hä? Ich dachte, Ego und ich haben einigermaßen dieselbe Figur sogar. Oh, guck mal da drüben. Den Helm und dem Ding jetzt. Das ist zweiköpfige. Hallo! Huch!
Oh, bist du süß. Kann man das auch töten? Nein. Ein Doe, ein Red Stack Doe? Ich glaube, Eva will es töten. Aber Eva. Eva. Eva, nein. Ja, das. Eva. Du bist ja einmal auf den Genuss gekommen. Ich bin Vegetarier aus Überzeugung. Oh, ne Kuh. So. Hä? Wo hat sie ihre Klamotten? Jetzt hat sie die Klamotten nicht mehr. Habt ihr gerade diese Explosion gehört? Ja. Nee, ich glaube, das ist einfach Trommeln, oder? Warum soll denn jetzt jemand trommeln? Sind wir etwa wilde? Oh, geil. Ja, was ist denn das? Erik, lass da mal das wieder mal auf den Zeug. Badeschäle. Alles weg. Toll. Alles weg. Der Finger an der Seite, wenn man beim Pip-Boy was macht. Ich erwähne das auch. Oh, da wird geschossen. Hast du es gehört? Nein. Guck mal, da ist wieder so eine Kuh. 24 Stunden. Oh, da ist wieder Scorched. Wir brauchen Fleisch. Vorsicht, da sind Scorched. Da sind Scorched im Hof. Fleisch. Und wahrscheinlich noch irgendwer anders, auf den die gerade schießen. Pan, kommst du? Ja, das, was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe mir Waffen als Favoriten, damit ich die halt in der Schnellauswahl habe. Du hast wie geht das Waffen denn? Als Favoriten. Um ehrlich zu sein, weiß ich schon wieder nicht. Und ich glaube, ich check das auch erst später richtig. So. Oh mein Gott, lass uns die alle wegknallen, Erik, komm. Vor allem zu der Musik gerade. Oh ja. Da vorne war auch gerade auch irgendwas los. Headshot, aber die halten schon viel aus, ne? Ich meine, ich habe auch nur so eine Kackpistole, aber... Also bei mir ist es mit dem Ziel echt schwierig im Gamepad. Auf der Scheune, links auf der Scheune sind auch noch welche, auf dem Dach ist einer. Alles klar. Alles klar, der ist jetzt runtergesprungen. Ich mach mal das Wetz. Nein, kaputt! Das Wetz funktioniert jetzt nicht mehr in Zeitlupe natürlich, weil es Multiplayer ist, da geht Wetz natürlich nicht mehr in Zeitlupe. Genau, und ich hab das nicht hingekriegt irgendwie, aber wie gesagt, mit Controller, solche Spiele spiele ich regulär immer. Mann, wir sind ein Team, wir schießen die Gegner zusammen kaputt. Aber es geht später schon besser. So. Oh, Kürbisse! Was hat denn hier? Können wir hier nehmen? Und wenn wir looten, dann looten wir gemeinsam. Hier sind so Dekorationskürbisse, wie geil! Oh, das ist süß! Der hat eine Monobraue, der Kürbis. Was ist das? Ein Meatpie auf der Türklinke. Mir kann doch bestimmt nichts passieren. Es ist doch bestimmt alles gut, wenn ich hier vorne alleine. Hä, was war das denn? Oh, Whisky! Ich hab Whisky für nachher! Und Steak! Voll erregt, echt schön! Steak und Whisky für nachher, Freunde! Freut mich echt. Ob ich da drin noch Loot finden werde? Hier war doch gerade irgendwie Feuerwerk oder so. Curry, willst du ein Bier? Nö, jetzt will ich auch nichts mehr. Alles klar, gut, behalte ich alles. Alles klar, boah, ist das dunkel hier drin. Die soll mal Stromrechnung bezahlen. Ich geh mal nach oben. Ja, geh du mal nach oben. Wir sind schon mal im anderen Teil der Map. Okay, ich guck nochmal, ob ich was looten kann. Oh, Kaugummi, geil. Guck mal, hier gibt's auch Menschen und sowas. Das ist einfach Eriks Name. Hier liegt Cheswick. Hier liegt Cheswick, die tote Katze. Wie? Das war ich nicht. Und einen Brief habe ich gefunden. Message to Sammy. Das war ich nicht. Aber warte mal, liegt der wirklich tot? Ja, Chester liegt hier oben auf dem Schrank. Und es ist der gleiche Name? May Angels look after you because sure as shit nothing else will. Boah. Ich dachte, die hat sie gegessen. Haus? Abby's Bunker. Das ist nicht das gleiche Haus. Wo denn? Da! Oh, lol, die liegt ja wirklich. Ja. Jetzt ist sie überall tot, Curry. Also das ist ja geil. Die wird uns verfolgen. Die wird uns verfolgen, Curry. Scheiße. Die hat ihren Kopf, guck mal. Ihr Kopf ist in der Wand drin. Siehste? Die ist ein Geist. Was für ein Geist? Trotzdem habt ihr das Fleisch gegessen. Also seid ihr ja komplett verflucht. Ihr seid komplett am Ende jetzt. Ich auch Fleisch. So, Eva will wieder weiter. Und wir brauchen wieder so lange. Die arme Eva. Wir mussten gerade nochmal Cheswick looten. Vor allem wir, weißt du. Alles hat er genommen. Hä? Ich hab die gar nicht gelootet. Die war schon leer. Das Team Spirit. Alles Team Spirit. Der Looter. So, ab durch den Wald. Wisst ihr, dass das Coole ist, der Vorteil, dass man jetzt vier Hände hat, ist, dass ich gleichzeitig was trinken kann, obwohl ich weiterspiele. Das ist voll cool. Auch jetzt, geil. Oh, ich höre einen Roboter. Roboter. Die sind böse, Protektrons. Mach die kaputt, warte, ich muss mal erstmal gucken, habe ich noch andere Waffen? Doch einfach nur guten Tag sagen. Guck mal, Granaten habe ich auch, geil. Boah, Eva eskaliert. Und hier sind offenbar schon einige zum Opfer gefallen. Ich hab ein bisschen Fleisch gelootet. Oh mein Gott, was ist hier denn passiert? Staffelbeck ist leer. So lang und guck einmal, ist der da? Der ist aber nett. Ne? Der ist nicht. Wir hatten hier schon wieder alles gelootet, Curry, das ist ja widerlich. Willst du mich gerade verarschen? Ich hab nicht mal eine Waffe, ich hab drei Pistolen. Dreimal die gleiche. Der Erik wird übrigens eine Folge lang nur Blumen pflücken. Mit Sina. Das ist doch so ein komischer Roboter, aber der ist, glaube ich, lieb, oder? Greift er an? Ja, wir sind lieb. Nee, der greift nicht an. Der ist auch gelb, der ist lieb. Ja, genau. Voll der Süße. Hallo! No. Das ist aber nett, wo sind wir denn? Der sieht aus wie ein Arschzäpfchen mit Krallen. Der hat die nur... Was? Stell dir mal vor, so ein Zäpfchen hätte Krallen. Oh, böser. So wieder Protektor. Bei Boris Becker, Arschzäpfchen. Ist ein böser Protektor, glaube ich, oder? Ja, nicht mehr lange.
Ja, vielleicht ist er einfach nur missverstanden. Ist er böse? Ja, das ist ja sowieso das meiste, okay. Die meiste Zeit so. Die werden immer missverstanden. Ja. Ah, ist das schön. Es ist so geil, wie viele Orte hier sind und was für kleine Nebensachen. Auch hier so ein Schrotter-LKW und so, ne? Das Coole ist, was ich immer sehr spannend finde, was ich mir dann so vorstelle, was ist mit diesem LKW passiert oder warum liegt der da jetzt so, ne? Okay, ich spiel halt nicht mehr, Erik, da hab ich jetzt auch keinen Bock mehr. Teilweise ist das in Fallout aber wirklich so, allein mit den Skeletten, die man findet, da gibt's meistens dahinter. Das ist halt voll das Geile einfach. Ja. Das ist so gut wie nie Zufall. Ich find's vor allen Dingen schön, endlich mal einen Fallout zu haben. Wo es nicht so, wo die Vegetation wieder zurückgekommen ist, wie es ja normalerweise auch so ist. Genau, nicht alles so trocken, nicht alles so ausgewüstet quasi. Stimmt. Das ist auch mal eine andere Aufnahme, Alter. Das ist voll weird alles. Okay, seid ihr fertig? Ja. Okay. Warte. Ich gucke wegen Game Sound ein bisschen, warte, könnt ihr vielleicht nochmal. Stimmt, das war. Mach mal eine Testaufnahme, sicher ist sicher. Also, wenn jetzt ist, dann ist natürlich zu spät, ne? Dann geht ja, eben schon deswegen. Voll drin. Ja. Dann müssen wir erstmal die Klappe. Ja, so passt es. Okay. Also ich regel notfalls auch später noch ein bisschen nach mit dem Lautstärkeregler von dem Windows Media Player. Das geht alles. Ja, du kannst das. Du auch. Ja, klar. Ja, vom Sound her passt das jetzt eigentlich. Okay. Ich habe auf 50% hier einfach den Sound im Media Player. Okay. Gut, alle fertig? Ja, der Finger ist drauf. Okay. 1, 2. Bethesda Game Studios. Startete bei mir nicht. Tut mir leid, warum startet der Peter denn bei mir nicht? Okay, ich muss mit der Maus klicken, der macht das. Das lasse ich drin. Ich häng das hinten nochmal ran. Das ist der Game Studio, startete bei mir nicht. Mann, das ist echt doof. Okay, warte nochmal, ich mach einen.